Auf was kann sich Klagenfurt freuen? Mit dem Projekt Lebensraum Bahnhofstraße schaffen wir einen neuen Impuls in unserer schönen Landeshauptstadt. Wir schaffen ein breites Rahmenprogramm mit Buchvorstellungen, musikalischer Begleitung und vielen Projekten und auch Mobilitäts- und Verkehrsplanungsthemen. Hier ist einfach alles dabei. Ich lade euch alle recht herzlich ein, einmal die Bahnhofstraße zu besuchen, zu flanieren, das ganze Angebot zu genießen und einfach zu staunen, was unsere schöne Straße auch bietet. Klagenfurt kommt sich, glaube ich, ganz massiv darauf an, auf eine verkehrsberuhigte Zone. Das ist einmal so eine Testphase, wie es ist, wenn man eine Straße verkehrsberuhigt und die Bürger dazu einladet, dass sie das selbst genießen, das Ambiente da. Es werden dezente Abendveranstaltungen stattfinden, Diskussionsrunden, aber vor allem sollte man selbst erleben, die Innenstadt. Es ist eine Sandkiste da für Kinder zum Spielen. Es sind Arbeitsplätze da für die Leute, die innerstädtisch so eine Art Beach-Feeling arbeiten wollen, weil wir haben ja doch Sommer. Also selbst erleben, selbst genießen, selbst gestalten ist schon sehr im Vordergrund. Ich würde mich freuen, wenn wirklich viele Bürger das sich anschauen und genießen. Wir haben ein tolles Veranstaltungsprogramm überhaupt den ganzen Sommer in der Innenstadt. Also vorher da vorbeischauen und dann zu unseren Veranstaltungen kommen in der Innenstadt.